Dann fangen wir jetzt mal hier an mit unserer Diskussionsrunde Frauen in die Wikipedia. Ich heiße euch alle herzlich willkommen und bin sehr froh, dass jetzt doch sehr viele da sind und vor allem sehr froh, dass wir so ein buntes Podium haben, das ich euch auch gerne vorstellen möchte. Wahrscheinlich habt ihr alle, die hier sitzen, schon von der Gender Gap Diskussion in der Wikipedia mitbekommen. Die einen sind vielleicht einfach nur gespannt zu hören, was es für Ansätze gibt, was es für Kritikpunkte gibt, was innerhalb der Wikipedia geschieht, was innerhalb Wikimedia e.V. Passieren soll oder was es für Ideen gibt. Und die anderen sind vielleicht auch einfach nur genervt, dass diese Diskussion stattfindet. Ich weiß es nicht. Also es gibt sehr unterschiedliche Standpunkte. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen austauschen. Wir haben gerade festgestellt, dass auf dem Podium eigentlich niemand sitzt, der so richtig der Meinung ist, dass die Wikipedia keine Frauen braucht. Wobei South Park sich bereits bereit erklärte, diese Position auch dann einzunehmen. Aber ich möchte auch das Publikum einladen, sich dann gerne auch einzumischen, falls hier irgendwie ein Standpunkt einfach fehlt. Ich stelle euch jetzt nochmal alle vor, dass ich zu meiner Rechten South Park, beziehungsweise also in der Wikipedia bekannt als South Park, eigentlich heißt er Dirk Franke. Er ist im Präsidium von Wikimedia e.V. und seit 2004 Wikipedia Admin. Im Präsidium ist er vor allem verantwortlich für die Freiwilligenförderung und auch für Politik und Gesellschaft und schreibt im Real Life eine Doktorarbeit in der Politik über das Thema geistiges Eigentum, also auch ein sehr naheliegendes Thema. Neben ihm sitzt Stefanie Denger, sie ist eine aktive Wikipedianerin, macht gerade ihr Studium der Geschichte fertig und schreibt in der Wikipedia vor allem über die Geschichte von Lateinamerika, hat aber auch einen Seitenblick für Genderfragen und ist für uns jetzt so ein bisschen die interne Ansprechpartnerin, also so die tatsächliche Userin. Neben Stefanie sitzt Anja Ebersbach, sie ist auch im Präsidium von Wikimedia und hat dort unter anderem den Schwerpunkt Frauen, wobei wir festgestellt haben, das gibt es als solches Ressort eigentlich gar nicht, aber egal, also kümmert sich da auch mit rum und ansonsten Technik und Finanzen. Im Real Life ist sie selbstständig und programmiert Wikis für verschiedene Firmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie und South Park sind so ein bisschen hier die administrative Seite und Präsentation und South Park allerdings gleichzeitig auch einfach der aktive Wikipedianer, der, glaube ich, die Seele Wikipedias ganz gut für uns darstellen kann. Neben Anja sitzt Susanne Patzelt. Susanne Patzelt ist freie Journalistin und sitzt hier vor allem, weil sie einen der mutmachenden Emma-Artikel geschrieben hat, also in der feministischen Magazin Emma. Rein in die Welt des Wissens war der Titel und sollte eben Frauen dazu ermuntern, in der Wikipedia mitzuschreiben. Sie hat dann auch so eine Anleitung verfasst, wie man eben die ersten Schritte startet und was man alles machen muss. Das kann sie auch gleich noch erzählen. Ansonsten ist sie im Kinderjournalismus tätig, was hier auch gerade schon eine sehr interessante Diskussion ausgelöst hat untereinander. Und erstellt Unterrichtsmaterial und arbeitet auch in anderen Online-Redaktionen. Und ganz mir gegenüber sitzt Andreas Kemper, der seit 2005 Wikipedianer ist und auch seit 2005 auch eine Doktorarbeit schreibt, die erzählt hat über die Klassengesellschaft und über Klassismus. Daneben ist er auch Autor eines Buches über die Männerrechtsbewegung und diese Beschäftigung mit der Männerrechtsbewegung begann für ihn tatsächlich auch in der Wikipedia mit einer Löschdiskussion, aber dazu kannst du ja auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Sein Name in der Wikipedia ist Schwarze Feder, vielleicht ist er dem einen oder der anderen schon mal über den Weg gelaufen. Ich zumindest habe das schon öfters gelesen und er beackert eben in der Wikipedia auch recht aktiv das Geschlechterthema und hat jetzt Anfang des Jahres so ein bisschen eine Diskussion dokumentiert, in der es eben auch um Sexismus in der Wikipedia gibt. Das heißt, wir haben hier jemanden sitzen, der einen sehr kritischen Blick auch auf die systematische Seite der Wikipedia wirft. So ein bisschen in das Thema einsteigen, würde ich gerne South Park fragen. Du hast ja in der Wikipedia eine Art Umfrage gestartet, wie das ist mit dem
Gender gibt, ob das als Problem empfunden wird oder nicht. Magst du uns kurz erzählen, wie das abgelaufen ist und was du da für Feedback bekommen hast? Genau, ich bin ja im November letzten Jahres ins Präsidium von Wikimedia Deutschland, also dem Förderverein zur Wikipedia, gewählt worden, der sich unter anderem das Ziel gesetzt hat, Probleme der Wikipedia zu beheben. Und mein Ansatz war, ich frage erstmal einfach so die Wikipedianer, was die eigentlich meinen, was ihre Probleme sind und was sie nicht sind, wo ich diverse Sachen gefragt habe. Eine Frage war, die ich gefragt habe, gibt es das Gender-Problem, also wird das Gender-Problem als Problem wahrgenommen? Ist es ein Problem, dass wir weniger Frauen haben, sagt, was tun? Da gab es relativ weitreichende Äußerungen von Leuten, die meinten, es ist ganz schlimm, dass es ein Problem ist, was eine kleine, aber durchaus vorhandene Minderheit war. Es gab viele Leute, die prinzipiell meinten, es sei ein Problem. Es gab sehr, sehr viele Leute, die sagten, ja, wäre schon schöner mit Frauen, aber nicht, ist halt, kann man halt nichts ändern. Und ich glaube, es gab wenig, die meinten, dass Frauen, also es gab niemand, der meinte, mehr Frauen wären an sich problematisch. Man kann nicht sagen. Das ist ja immerhin ein erster Schritt, weil die Wikipedia auch oft als frauenfeindliches Terrain wahrgenommen wird, zumindest von außen. Wie erlebst du das denn? Also, du bist jetzt in der Wikipedia seit wann genau? Seit Februar 2011. Okay, also seit einem Jahr, seit einem guten Jahr. Und dann erzähl doch mal ein bisschen, wie so die Anfänge waren, ob du da schon mal irgendwie Probleme hattest aufgrund deines Geschlechts. Ja, also ich habe angefangen, in Wikipedia zu editieren, aus dem Grund, aus dem, glaube ich, viele anfangen. Ich habe einen Fehler gesehen und wollte ihn verbessern. Und das habe ich nicht im Bereich der Gender-Artikel gemacht, sondern ganz allgemein. Ich habe einen Artikel gelesen, um mich zu informieren, habe einen Fehler entdeckt und den verbessert. Und ich habe da nur positive Resonanzen mitbekommen auf diesem Gebiet und ich wurde auch nicht irgendwie angegriffen aufgrund meines Geschlechts. Aber als ich angefangen habe, in Gender-Artikeln und in umkämpften Gebieten zu arbeiten, habe ich das schon gemerkt. Und da ist die Diskussionskultur dann etwas rauer. Und da kommt es dann eben schon mal zu sexistischen Angriffen und Ähnlichem. Ja? Also nicht nur, aber auch. Da wird halt von manchen Benutzern jedes Nicht-Argument genommen, um dann eben die Meinung durchzusetzen. Also das habe ich schon erlebt, aber es ist sehr, sehr unterschiedlich, in welchen Bereichen man arbeitet. Da sind wir auch schon bei der Frage des Sexismus. Ich bleibe dann vielleicht auch erstmal kurz dort, weil wir hier quasi jemanden haben, der das ganz genau beobachtet hat. Andreas, magst du ganz kurz erzählen, die Dokumentation, die ihr erstellt habt, was war das für ein Vorfall, was ist da passiert und was gab es für Reaktionen und was ist auch euer Ziel, jetzt das zu dokumentieren? Stimmt, auf der. Ja, das war halt Ende Januar, die letzten zwei Januarwochenenden, die letzten zwei Januarwochen waren das, wo halt eine Autorin, Lisbeth heißt die, als Mann bezeichnet wurde. Und zwar 9 Mal nacheinander, die musste 3-mal darauf hinweisen, ist weiterhin als Mann bezeichnet worden. Und als sie dann sagte, das geht so nicht weiter, ist sie halt nochmal mehr angegriffen worden. Ein Wikipedia-Autor, der sehr angesehen ist in Wikipedia, hat dann formuliert, nimmst du einen Mann, und gehst nochmal weiter, was denn so schlimm daran sei, als Mann angesprochen zu werden, und wenn sie sich halt in Diskussionen aufführt wie ein Mann, dann sollte sie sich auch nicht wundern, wie ein Mann angesprochen zu werden. Vor dem Hintergrund dessen, dass bis vor kurzem der Satz bei Wikipedia gang und gäbe war, Wikipedia ist kein Mädchenpensionat, ne? Wo dann die Diskussionen männlich kodiert werden, das ist natürlich ein Ding, wenn eine Frau mal mitspricht, also mit da auch kontert, wenn dann ihre Weiblichkeit abgesprochen wird, das zeigt halt, wie geschlechtsbezogen eigentlich die Diskussionskultur ist in Wikipedia. Das haben wir halt dokumentiert und das war ja nur der Anfang. Es ging dann halt weiter, dass das nicht sanktioniert wurde, sondern dass eben die Leute gesperrt wurden, die gesagt haben, das ist sexistisch. So, und das haben wir halt dokumentiert. Ich kann das ja auch kurz rumgeben. Das sind 48 Seiten mit 2 Mal Anmerkungen.
Okay. Da würde mich jetzt interessieren, wie steht das Präsidium, also wenn solche Vorfälle passieren, wird darüber dann debattiert bei euch oder welche Möglichkeiten auch des Eingreifens gibt es dann, wie ist das alles geregelt? Also wenn jetzt zum Beispiel genau sowas stattfindet. Andreas hat es vorhin auch erzählt, es gab einen ähnlichen Fall, da wurde ein Mann mit Fräulein angesprochen und dann aber auch sofort gelöscht, die Person. Ja, den löschen kann man ja nicht. Er wurde halt sofort für 6 Stunden gesperrt, weil es eine Herabwürdigung ist, einen Mann als Fräulein zu bezeichnen. Genau, also das ist ja eigentlich dann so genau der Punkt, wo man sich fragt, was kann man denn gegen diese doppelten Standards tun oder was sind das? Für mich zum Beispiel ist es unglaublich schwer zu verstehen, was sind das für Mechanismen, was sind für, wer hat da die Macht, solche Entscheidungen zu treffen? Also, vielleicht magst du das mal kurz aus Sicht des Präsidiums erklären, wie so die Community auch funktioniert. Also gerade zu diesen Community-Fragen ist es einfach so, dass sich das Präsidium speziell nicht wirklich einmischt. Es gibt klare Regeln dazu, es gibt auch Regeln zum Umgangston, die in der Form eben dann auch nicht eingehalten werden. Und klar, wo eben auch die Forderung vorherrscht, dass man sagt, es muss sanktioniert werden, aber das Präsidium selber kann jetzt da nichts machen. Ich möchte ehrlich gesagt ein bisschen wegkommen von diesem nur Sexismus-Thema. Also es ist sicherlich so, dass da Sexismus vorherrscht. Das wäre ja auch seltsam, wenn Wikipedia der einzige sexismusfreie Raum in der Welt wäre. Aber die Frage stellt sich tatsächlich, warum sind die Frauen nicht in der Wikipedia? Ist es der Sexismus, der allein dazu führt? Und ich glaube nicht, dass das so ist. Also Sue Gardner hat ja dazu auch einige Ansätze geliefert, dass sie gesagt hat, ja, es ist, also wenn man so Umfragen betrachtet, dann sind es mehrere Punkte. Es ist einmal die Frage, ob die Technik der Wikipedia, die ein bisschen veraltet ist, dazu führt, dass Frauen, die ja gemeinhin nicht so als technikaffin verschrien sind, nicht so gern reingehen. Es ist der allgemeine Umgangston, ja, nicht nur sexistisch, sondern man kommt in die Wikipedia als Neuling rein, egal Männlein oder Weiblein, man wird nicht besonders gut behandelt. Das sind es die strengen Relevanzkriterien, die da zuschlagen. Also man weiß es nicht. Und das ist genau unser Punkt. Wir haben da noch keine klaren Aussagen dazu, warum Frauen nicht so häufig in der Wikipedia vertreten sind, wie in anderen Web 2.0 Angeboten, zum Beispiel in der Blogosphäre oder in Facebook, wo man ja sagen kann, da sind Männlein und Weiblein mittlerweile gleich auf. Wobei da sogar in Facebook irgendwie 70% Frauen sind oder so. Ne? Also genau. Und da eben da ist die Aufgabe von Wikimedia zu sagen, wir müssen erstmal rausfinden, was die Gründe sind, um da losschlagen zu können. Also purer Aktionismus im Sinne von Frauenclub dort, Frauentreffen da und wir fördern jetzt die Frauen mit wahnsinnig viel Geld. Das ist einfach purer Aktionismus. Das hilft jetzt erstmal nicht. Okay. Susanne, du hattest ja in deinem Artikel quasi, es war ja ein Plädoyer an die Frauen, also gerade auch an Feministinnen in dem Fall, weil es war in der Emma, aber an Frauen allgemein, macht da mit. Und dann eben auch so ein bisschen runtergebrochen, wie funktioniert das, wie sind die ersten Schritte. Wie waren darauf die Reaktionen? Also was hast du, kannst du nochmal kurz umschildern, was war deine Aufforderung, was war der Gedanke dabei und wie haben die Frauen dann auch tatsächlich reagiert? Also der Hauptgedanke war, dass eine gesellschaftliche Repräsentanz bei Wikipedia natürlich nur gegeben sein kann, wenn man jetzt sagt, wir wollen das Wissen der Welt oder das Wissen einer demokratischen Gesellschaft abbilden, wenn natürlich alle Bereiche der Gesellschaft auch mit dabei sind, weil ja sonst die Sicht sehr beschränkt ist. Und ich habe dann kurz recherchiert, dass viele Artikel zur Frauengeschichte oder zu berühmten Feministinnen und Gender-Themen sehr kurz dargestellt worden sind. Also es ist oftmals immer Ada Lovelace zitiert worden. Dieser Artikel ist beispielsweise ausgesprochen kurz. Es gibt 5 Zeilen, glaube ich, über den ersten Computerprogrammiercode, den sie entwickelt hat, aber ansonsten nur Biografie und Liebesleben und Ehe, was sehr kurz ist. Ich habe mal die Artikel über Misogynie unter die Lupe genommen. Da ist noch viel Arbeit. Also es gibt viele
Artikel wie beispielsweise über Simone de Beauvoir oder über Bertha von Suttner, die sind ausreichend und gut. Und da war eben der Aufruf, Mensch, Leute, geht da mal rein, macht mit, ihr wisst zu viel darüber, ihr liest zu viel, bringt mal das Wissen unter die Menschheit. Jetzt auf die Frage, wie die Resonanz war, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, sie war gleich null. Also das Thema Wikipedia wurde kaum aufgenommen, also ich habe einige Jahre lang die Moderation im Emma-Forum gemacht. Es ist dann sehr schnell weitergegangen, wieder auf Sexismusthemen, auf die Männerrechtsdebatte, generell Sexismus im Web 2.0. Aber das Interesse an Wikipedia konnte nicht wirklich da geöffnet werden. Eine Diskussion hat sich angeschlossen, die habe ich jetzt zu der Recherche zu diesem Veranstaltung noch mal rausgefunden, als vor etwa einem Jahr bekannt wurde, dass Wikimedia plant, etwas dazu zu tun, dass mehr Frauen sich beteiligen, gab es ja, das wurde in der Presse dann mehrmals geschrieben. Ich bin dann die Kommentare unter den Artikeln online durchgegangen und die Diskussion, die korrespondierte wieder mit der Emma-Diskussion. Viele Frauen haben gesagt, ich habe das mal probiert, auch in der anderen, in Foren und in der Blogosphäre allgemein, im Web 2.0. Solange ich unter einem geschlechtsneutralen Nick schreibe, werde ich ernst genommen, ist man nett zu mir. Und wenn dann rauskommt, dass ich eine Frau bin oder dass ich auf einer Diskussion, auch bei Wikipedia, da kam dann ein eiskalter Gegenwind, Mobbing, Niedermachen und so weiter. Also ich habe dann in verschiedenen Medien, so von der linken Taz, solche Belege gefunden bis zur bürgerlichen Faz. Auch im österreichischen Standard gab es da eine Menge drüber. Also das war schon auch ein Thema, was da diskutiert worden ist, dass man anders behandelt wird. Und ist das was, was ihr zwei, also South Park und du zum Beispiel, bestätigen könnt? Also ist dir das schon mal untergekommen, dass du gemerkt hast, okay, da passiert jetzt was, was geschlechtsrelevant ist, also was einfach aufgrund des Geschlechts der Person passiert, das wäre jetzt, würde jetzt gerade nicht passieren, wäre es ein Mann? Oder spielen noch andere Faktoren mit rein? Wir hatten vorhin das Stichwort Lateinunterricht, also magst du da so ein bisschen deine Einschätzung mal wiedergeben? Also spielen natürlich jede Menge Faktoren herein. Gerade bei dem Fall von Andreas, den er hatte, also ich meine, die Sexismus-Variante, das hat auch die Tatsache, dass es einfach relativ strikte informelle Hierarchien gibt, ganz unabhängig vom Sexismus, dass gewisse Leute leichter gesperrt werden als andere. Also egal. Und da gibt es Frauen, die gar nicht gesperrt werden, es gibt Männer, die sofort gesperrt werden. Das ist nicht nur eine Sexismus-Sache, die gibt es in vielerlei Hinsicht. Ich würde aber ketzerisch sagen, dass Frauen, die sich in der Community erstmal durchgesetzt werden, deutlich schneller als Admin oder irgendwohin gewählt werden. Also, dass wenn man sich durchgesetzt hat, ist schon in vielerlei Hinsicht oft hilft, dass man so ein bisschen nach vorne noch das Schild gehoben wird. Wenn ich da kurz einhaken darf, dann erklär uns bitte, wie macht man das? Wie setzt man sich in der Community durch? Also was braucht es da für Skills? Das ist eine gute Frage. Also man braucht auf jeden Fall eine gewisse Leidensfähigkeit, eine gewisse missionarischen Drang. Also man braucht diesen Drang, man hat der Welt etwas mitzuteilen, egal ob die Welt das hören oder nicht. Also ich glaube, den braucht man auf jeden Fall. Man muss damit umgehen können, ab und zu wieder angegangen zu werden, egal ob man Mann oder Frau ist. Und es hilft natürlich auch, wenn man tatsächlich irgendetwas mitzuteilen hat. Also ich würde schon sagen, dass Wikipedia viele informelle Hierarchien hat und eine der Sachen, die zustande kommt, ist tatsächlich eine relativ meritokratische. Also es wird darauf gehört, was zu sagen hat und wer nicht. Und man muss also, man darf sich den Kuchen nicht vom Brot nehmen lassen, man muss im Zweifel zurückbeißen, wenn man gewissen wird. Das ist ja aber vielleicht genau eines der Grundprobleme, weil das, was du gerade beschrieben hast, Stereotyp betrachtet, also jetzt in Geschlechtsrollenstereotypen gedacht, ja genau das ist, was Frauen eigentlich aberzogen wird, schon von Kindesbeinen an. Also sie sollen ja brav sein und sich fügen und bloß nicht zu laut sein und
Wettbewerb ist prinzipiell was Schlechtes. Also wenn Frauen sich streiten, ist es Stufenmäßigkeit, und wenn Männer sich streiten, dann ist es halt irgendwie, dann wird es anerkannt und findet Anerkennung. Nun seid ihr natürlich als Wikipedia schlecht in der Lage, die Gender-Stereotype der Gesellschaft umzukrempeln. Ist also vielmehr die Frage, wie könnt ihr es schaffen oder wie ist es machbar, darauf zu reagieren, dass es sie gibt, und wie kann man sie vielleicht ein Stück weit unterlaufen? Was für Brücken könnte man bauen? Ihr guckt alle so mit Fragezeichen, als hättet ihr auch keine Idee dafür, was man machen könnte. Dann frage ich doch mal die aktive Wikipedianerin, die sich noch nicht verschrecken lassen hat. Bist du in der Wikipedia vernetzt? Habt ihr da irgendwie so Kontakt mit anderen Wikipedianern? Dann sprecht ihr euch auch mal ab, und dass ihr euch gegenseitig unterstützt. Was beobachtest du da, und wo siehst du vielleicht Chancen? Ja, das sind jetzt viele Fragen. Also zunächst einmal wollte ich sagen, dass das mit diesen inoffiziellen Hierarchien natürlich ein Problem ist, gerade für Neulinge, die da hinkommen und sich zwar alle möglichen Hilfeseiten durchlesen, aber darüber steht nirgends was geschrieben. Also ich glaube, dass Frauen, also alle Männer oder Frauen, egal wer neu dazukommt, sich dadurch leicht verschrecken lässt. Ja, durch dieses, was ist denn jetzt los, ich darf das doch, warum wird es jetzt trotzdem negativ ausgelegt oder sogar gelöscht? Das ist ein Problem. Lösen kann man dieses Problem eigentlich kaum. Also das ist so eine Sache, da müssen alle was dazu tun, und die ganze Grundstimmung müsste sich ändern. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das kann man auch nicht von oben als Wikimedia Foundation da drauf packen. Ja? Also das ist auch nicht gewollt. Also es ist ja ein Projekt, das von unten gesteuert wird, und insofern, also da hoffe ich eigentlich eher auf den Effekt, dass je mehr Frauen reinkommen, desto weniger Sexismus gibt es auch. Ich gehe einfach davon aus, also eher andersrum. Ja? Also man kann auf die Schnelle nichts machen. Was man meiner Meinung nach machen kann, ist aber, Frauen verstärkt anzusprechen im Wikipedia-Namensraum, im Hilfenamensraum, also dort, wo sich Neulinge dann zuerst aufhalten. Da gilt nämlich das generische Maskuline. Und das bedeutet, es wird immer von Benutzern gesprochen oder von Autoren. Und Frauen werden dadurch nicht angesprochen. Es gibt ja Studien, die zeigen, wenn man eben sagt, wir wollen Autorinnen und Autoren gewinnen, dass dann Frauen auch eher daran denken, ach, das könnte ich ja auch machen. Also das könnte ich mir als Lösungsmöglichkeit vorstellen. Der Rest ist halt, der Rest muss durch die Gemeinschaft kommen, und muss einfach ein besseres Diskussionsklima entstehen. Das heißt, Diskussionsklima ist für dich schon eines der wichtigen Punkte auch. So. Ja, schon. Also ich glaube, dass gerade in so einem freiwilligen Projekt es wichtig ist, dass die Arbeit Spaß macht. Und wenn man sich dann nur streiten würde, also ich sag mal, so schlecht ist es nicht, das Klima. Ja? Würde man sich nur streiten, würde gar nichts da stehen. Also es ist ja ein Lexikon mit Erfolg. Und wir sehen ja, dass es jeden Tag 400 neue Artikel gibt, habe ich heute gehört. Insofern kann es nicht so schlecht sein, aber es hilft natürlich, das Diskussionsklima zu verbessern. Okay, dann nochmal zu der eingangs formulierten These von South Park, beziehungsweise es ist ja, ich hätte es jetzt nicht so verstanden, es ist nicht deine These, aber du würdest sie jetzt hier mal vertreten, dass Wikipedia gar nicht mehr Frauen braucht. Jein. Also gerade wie wir davon sprachen, dass das Diskussionsklima schlecht ist. Also seitdem ich bei Wikipedia bin, was seit mittlerweile 8 Jahren ist, sind der Wikipedianer der Meinung, dass das Diskussionsklima schlecht ist, verbessert werden sollte. Und also ich habe das Gefühl, dass jetzt viele so sagen, okay, Frauen, dann wird alles besser. Also dass die Leute gar nicht mehr Frauen haben wollen, sondern dass die Frauen jetzt so irgendwie, also die nicht vorhandenen Frauen quasi schuld daran sind, dass das Diskussionsklima schlecht ist. Und ich habe das Gefühl, dass in vielen der Gender Gap Diskussion immer die nicht vorhandenen Frauen Probleme in der Wikipedia lösen wollen, die Wikipedia andererseits hat. Weil meine Erfahrung ist, die Frauen, die sich durchsetzen,
sind halt auch Wikipedianer mit vielen Vor- und Nachteilen, die Wikipedianer so an sich haben und die halt wenig ändern. Also wir haben immer so das Klischeebeispiel, unsere Artikel über Schuhe sind alle so schlecht. Was stimmt, unsere Artikel über Schuhe sind alle schlecht, aber ich meine, es muss man jetzt nicht Frauen retten, es muss halt Leute retten, die sich für Schuhe interessieren. Wenn die Frauen, die wir haben, sich halt für kirchenslawische Linguistik oder Molekularbiologie interessieren, was halt innerhalb der Wikipedia wenig ändert, auch wenn es mehr Frauen werden, weil die sind halt jetzt nicht so großartig anders als die Männer, die da sind. Ich würde gleich mal einhaken, und zwar natürlich lösen Frauen diese Probleme nicht. Also ich sehe das ganz ja, ähnlich, wenn auch anders. Frauen sind keine besseren Autorinnen, das glaube ich überhaupt nicht. Und wir brauchen auch nicht 50% Frauen, nur um der Gleichberechtigung nachzukommen. Also es ist ein Freiwilligenprojekt und da sollte sich jeder beteiligen, der möchte. Aber es gibt viele Artikel, gerade im Genderbereich, die durch einen großen Anteil an männlichen Schreibern, auch teilweise sehr missionarischer Art, einfach nicht neutral sind. Meistens steht noch nicht mal ein Neutralitätsbaustein darüber. Also das würde sich meiner Meinung nach verbessern mit mehr Frauen. Und gleichzeitig gibt es viele Artikel über Politik, Gesellschaft, Schlachten und Kriege, wo gesellschaftliche Aspekte vollkommen ausgelassen sind. Da geht es dann um Schlachtenbewegungen und so weiter. Ich denke, dass Frauen im Durchschnitt mehr Interesse für Nicht-Ehrenabzeichen und Nicht-Kriegstaktiken haben und diese Artikel dann dementsprechend ergänzen könnten, um diese Artikel weiterzumachen und zu verbessern. Andreas, du hast, ich glaube, ihr habt ein Mikro. Ja, ich wollte das noch ergänzen. Also ich denke auch, dass mehr Artikel gelöscht werden, die halt Frauenrelevanz haben. Also die einzigen Spitzenpolitikerinnen, die Artikel dazu, die gelöscht wurden, das war die Spitzenkandidatin im letzten NRW-Wahlkampf von den Linken, da wurde der Artikel gelöscht. Und der Artikel von Marina Weißband, der wurde halt gelöscht. Und das sind natürlich, und was Ähnliches kenne ich halt nicht von Männern. So, dann gab es von Forbes gab's, die 100 bedeutendsten, die 100 mächtigsten Frauen, die hatten so eine Liste. Und da haben wir halt festgestellt, dass von den 100 mächtigsten Frauen 2 Frauen einen Wikipedia-Artikel hatten. So, inzwischen haben, glaube ich, 50% der 100 mächtigsten Frauen einen Wikipedia-Artikel. Ich denke halt, dass es. Also ich möchte nochmal auf Sexismus zu sprechen kommen. Also es gibt, wie überall gibt es auch einen Wikipedia-Sexismus, individuellen Sexismus, aber es gibt in Wikipedia, anders als an der Uni oder anders als in größeren Konzernen, was vergleichbar wäre jetzt mit Wikipedia, da gibt es keine Frauenbeauftragten. So, das heißt, dieser individuelle Sexismus, der kann einfach durchmarschieren, da passiert nichts. Im Gegenteil, es werden halt die Leute dann gesperrt oder als Querulanten diffamiert, die darauf aufmerksam machen. Das ist der große Unterschied. Und Wikipedia ist insgesamt anthrozentrisch aufgebaut. Das heißt, die ganzen 30 Jahre Feminismus, die es gegeben hat, bevor Wikipedia entstanden ist, die sind einfach beiseite gelegt worden. Es wurde gesagt, so, wir brauchen nicht dieses Innen, wir brauchen nicht Frauen ansprechen. Zum Beispiel, das hat auch den Effekt, dass jetzt bei der Kategorie Frauenrechtler, da ist ein Frauenrechtler dabei, das sind 664 Frauenrechtlerinnen, also Feministinnen sind in diesem Artikel, sind in dieser Kategorie drin, ein Frauenrechtler, deswegen heißt die ganze Kategorie Frauenrechtler. Und nicht Frauenrechtlerinnen und Frauenrechtler oder auch nicht Frauenrechtlerinnen, sondern weil ein Mann dabei ist, heißt die ganze Kategorie gleich Frauenrechtler. Das ist, finde ich, also das gibt es sonst nirgends. So, da ist Wikipedia wirklich besonders. Das heißt, du plädierst indirekt, wenn ich das richtig verstehe, dafür Strukturen zu schaffen, die dann auch wirklich eingreifen können in Fällen von Sexismus, von Diskriminierung und von ungerechtfertigter Machtausübung. Kannst du, Anja, dir sowas für Wikipedia vorstellen?
Also ehrlich gesagt, ist ein guter Gedanke. Ich weiß nicht, ob Sie das mit der Frauenbeauftragten in der Wikipedia so durchsetzen lässt. Also wie gesagt, es ist einer von vielen Vorschlägen. Ich würde ja erstmal davon ausgehen, also wir haben ja nicht nur wenige Frauen, wir haben insgesamt einen Autorenschwund, und meine Stoßrichtung wäre eher zu sagen, man macht die Wikipedia insgesamt netter und ansprechender, so dass nicht nur Frauen da gerne rein wollen, eben auch die vielen Männer, die sich vielleicht nicht gerade durch einen rauen Umgangston angesprochen fühlen. Und ich meine, es gibt ja Ansätze dazu, also es gibt ja jetzt dann, also ich hatte ja vorher schon das Thema Technik angesprochen, der Editor, den wir derzeit haben in der Wikipedia, der wird ja immer wieder gerügt, weil er nur einen zum Teil recht kryptischen Wikicode hervorbringt. Es ist von der Foundation geplant, recht bald einen WYSIWYG, also einen What You See is What You Get Editor einzuführen, so wie man das aus Content-Management-Systemen kennt. Und man erhofft sich, dass dadurch die Schreibhürde dadurch einfach geringer wird. Ja. Es wird sowas geben wie Wikilove, dann kann man sich sozusagen gegenseitig kleine Herzchen schicken, wenn man sagt, man möchte jemanden anderen loben. Das klingt jetzt alles ein bisschen kitschig, aber im Prinzip soll es einfach tatsächlich eher ein konstruktives Klima schaffen, in der Hinsicht, dass man sagt, Mensch, man sagt auch mal nicht nur alles Mist, was du geschrieben hast, sondern man sagt eben auch mal Danke. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, ob diese technischen Sachen helfen. Ich habe eher den Verdacht, dass es noch nicht ganz den Punkt trifft. Aber auf der anderen Seite bin ich vor diesen frauenspezifischen Sachen wäre ich extrem vorsichtig, weil das eben auch wieder Ärger bringt. Da weiß ich nicht, ob man uns den einhandeln kann. Aber könnte man nicht sagen, man macht keine Frauenbeauftragte, aber sowas wie eine Antidiskriminierungsstelle, die irgendwie Streit schlichtet, also die vielleicht erstmal nur eine Schlichtungsfunktion hat, gar nicht eine Entscheidungsfunktion oder sowas in der Art. Ja. Gut, aber was du vorher angesprochen hattest mit, wir haben keine Frauenbeauftragte im Wikipedia, das ist der Unterschied zum First Life, um das mal so auszudrücken. Es gibt halt da auch mehr, also es gibt noch mehr Unterschiede. Wir wissen in der Wikipedia zum Teil auch gar nicht, ob das Frauen sind, die da schreiben. Also Frauen, die eventuell einen weiblichen Nickname haben und dann steckt ein Mann dahinter, das weiß man ja nicht. Also da wird es einfach schon schwierig zu sagen, man unterscheidet Männlein und Weiblein. Ein Zwang, dass sie sich zu erkennen geben, will man ja auch nicht. Also ich weiß nicht, wie du das da lösen willst. Ja, aber es geht um den Sexismus. Und wenn der halt offensichtlich wird, dann ist er halt da. Ne? Also es, da muss man ja gar nicht unterscheiden zwischen Frauen und Männern, sondern dann ist er offensichtlich. Ja. Wenn er nicht offensichtlich ist, dann... Ich habe gleich auch... ich nehme es mir jetzt einfach mal, weil ich das selber nicht weiß, ist auch eine Frage an Wikimedia. Wie geht denn Wikimedia mit Rassismus um, mit Rechtsextremismus? Gibt es da eine wachende Stelle? Also ich denke jetzt gerade an die Berichterstattung über die Piraten, die ja jetzt Angst haben müssen, von Rechtsextremen geentert zu werden beim selber Entern der Strukturen. Und solche Kräfte sind ja auch in der Wikipedia mit Sicherheit drin. Und die Frage ist, wer hat denn da seine Augen drauf? Also ich würde sagen, gerade beim Thema Rechtsextremismus haben im Prinzip schon die Admins ihr Auge drauf, die also alle aus einer gewissen Schicht kommen, die nicht rechtsextrem ist. Wo es ein Problem gibt, sind die schon angesprochenen Schlachtartikel, einfach weil sich für deutsche Wehrmacht generell kein Mensch interessiert, außer Fans der deutschen Wehrmacht, die man drauf gucken muss. Aber ich würde sagen, bei allen Themen, die politischer sind, also gerade Rechtsextremismus ist ein Thema, wo glaube ich jeder deutsche Admin sensibler ist als bei jedem anderen Thema. Also, ich glaube, wir haben 1000 Nationalisten, wo deutsche Admins mal keine Ahnung haben. Beim Thema Rechtsextremismus gibt es schon relativ viele deutsche Admins, die sich damit auskennen, die da auch relativ sensibel sind. Also mehr zum Beispiel bei Sexismus oder 1000 andere Sachen. Okay, ich würde noch so ein bisschen einladen, euch in die Diskussion mit einzubeziehen, weil wir sind ja hier auch so ein nettes kleines Bündchen. Vielleicht kommt ihr einfach vor, oder ich reiche euch das Mikro.
wenn ihr jetzt nicht noch ganz dringend was auf der Seele habt, könnt auch Fragen stellen. Ja, bitte. Ja, Fragen hat ja immer so gewisse Vorbereitungen, ja eben auch gehört, der Community irgendwelche Anstöße zu geben oder gar Vorschriften zu machen, um Gottes Willen. Jetzt gibt es ja auch das Projekt, dass man mal ein Admin-Camp abhält, das quasi Community-Mitglieder versammelt, um quasi neue Kanäle zu schaffen, beziehungsweise auch neue Prozesse zu schaffen, mit der Community ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise der Community selbst neue Kanäle zu geben. Kann man über solche Incentives, sagen wir jetzt mal, Prozesse in Gang bringen, die tatsächlich nicht unbedingt zielgerichtet darauf hin arbeiten, aber doch gewisse Veränderungen bringen können? Kann sich da die Wikimedia doch etwas trauen, ein bisschen mehr den Fuß in die Tür der Community zu stellen? Gibt es mal Anja? Aber eins. Was meinen Sie speziell? Welches Camp? Es ist ein Camp gerade nur für Admins. Was mit Unterstützung der Wikimedia. Ah, okay. Also generell ist es so, dass die Beziehungen zwischen Wikimedia und Community natürlich immer verbessert werden, wenn der persönliche Austausch da ist. Ja? Also digital hat einfach nicht diese Bandbreite und sich zu treffen und das persönlich auszudiskutieren, ist immer eine Form, eine Verbesserung zu schaffen, denke ich. Speziell für Frauen, deswegen habe ich gefragt, gibt es ja auch dieses Wiki Women Camp, das jetzt dann im Mai stattfindet, wo sich auch Frauen, also Wikipedianerinnen und Leute aus dem administrativen Bereich da treffen, um diese Frauenfrage anzugehen. Und also ich bin der Meinung, dass diese Treffen also immer dazu beitragen, da so eine Art Verständigung hervorzubringen. Das ist in Amerika, oder? Das ist in Argentinien, ja. Und wir hatten es vorhin auch kurz vor dem Treffen, da gab es ja nicht nur positive Reaktionen drauf innerhalb der Community. Selbst im Wiki Women Camp. Ja. Deswegen sage ich, das ist, also um das kurz zu erläutern, dieses Wiki Women Camp ist eine ziemlich spontane Geschichte, die auch hauptsächlich von den argentinischen Wikipedianerinnen angeregt worden ist und ins Leben gerufen worden ist. Und die Wikimedia Deutschland sieht es ja eben als großes Ziel, eben auch diesen Frauenanteil zu fördern und hat da Stipendien ausgeschrieben dafür, die wörtlich nur für Frauen eben auch ausgeschrieben waren, und das hat auf der Liste, auf der Mailingliste der Vereinsmitglieder auch zum Teil auch ein bisschen Unmut hervorgerufen, dass man sagt, warum jetzt speziell für Frauen, warum gibt es da jetzt Gelder, warum dürfen da nicht Männer hinfahren, und deswegen bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig mit diesen speziellen Frauenförderungen, weil dann hat man diese Diskussion gleich im Haus. Aber ist es nicht notwendig, sich dieser Diskussion zu stellen, um etwas zu ändern? Also ist es nicht genau einer der Kritikpunkte der Diskussionsangst? Das ist richtig. Auf der anderen Seite, wie ich vorher schon erwähnt habe, haben wir eben nicht nur ein Frauenproblem, wir haben auch ein Männerproblem. Ja, also wir haben auch Autorenschwund bei den Männern. Und ich glaube, ob das tatsächlich so ein Geschlechterthema ist, nennen wir es wirklich Geschlechterthema, das wage ich zu bezweifeln, sondern ist meines Erachtens ist tatsächlich insgesamt eine Frage des Respekts und des Umgangs miteinander. Okay. Gibt es weitere Fragen oder Einwürfe? Ja, danke schön. Die Diskussion erinnert mich so ein bisschen, wir haben ähnliche Probleme in der Piratenpartei. Also ich arbeite auch stark feministisch in der Piratenpartei, und da haben wir auch immer diese Diskussion, wie kriegen wir mehr Frauen in die Piraten und so. Und ich glaube, es ist schon ein soziales Problem. Aber mit das größte Ding an dem sozialen Problem ist halt einfach, wenn man das immer so ein bisschen wegradativiert. Also, Man neigt da einfach gerne dazu, dass man einfach sagt, so ja, das ist natürlich ein soziales Problem, dass wir uns einfach die ganze Zeit irgendwie zushitstormen und irgendwie nicht mehr miteinander umgehen. Aber das ist einfach so ein Teilaspekt davon. Ich meine, klar, es ist ein Problem, wie die Diskussionskultur ausgeht, aber es ist auch einfach ein Problem, wie Sexismen einfach wieder reproduziert werden, ohne dass das groß beachtet wird. Und also wir haben dann auch noch keine gute Lösung für eine Piratenpartei gefunden. Es gibt jetzt auch verschiedenste Strömungen, die sich auch schon wieder anfangen, gegenseitig so ein bisschen disliken zu können und sowas. Und
Also so richtig gut einwerfen kann ich jetzt auch nicht. Ich fand es nur sehr spannend, was mich die Diskussion durchaus an unseren Diskussionsstand auch erinnert. Ist das vielleicht ein Phänomen unter Nerds? Das mag er nicht hören. Ja gut, aber uns ist auch eben dieser Zusammenhang aufgefallen, ohne dass wir jetzt eine, also Andreas und ich hatten schon darüber geredet, bei der Recherche ist mir das auch aufgefallen und es ist noch nicht so untersucht, also ich habe noch keine feste These, aber ich denke mir, irgendwo ist dann doch dieser Nerd-Charakter dann auch bei Wikipedia und bei den Piraten dabei, dass die sagen, okay, wir sind die Netzaktivisten, die Netzpioniere. Man muss schon einen Hauch von Nerdismus haben und diese Spielregeln, die sich da seit zehn Jahren etabliert haben, mitmachen. Also das ist nicht unbedingt, und zwar, wie Sie sagten, nicht nur für Frauen, sondern auch für viele andere gesellschaftliche Schichten. Ich denke auch an 68-jährige männliche Professoren beispielsweise, die nicht so netzaffin sind. Also es ist nicht unbedingt niederschwellig. Es ist auch diese Ideologie der absoluten Freiheit, auch der absoluten Meinungsfreiheit, fast jenseits von Rechtsstaatlichkeit, die oft problematisch ist. Man sagt zwar, das ist die absolute Demokratie, aber wir haben natürlich auch die Menschenwürde zu beachten. Und die Frage ist, ob diese Freiheit nicht so auf Richtung manchmal neoliberaler Deregulation geht. Und diese Deregulation ist ja eigentlich ein Piratenthema, auch ein Wikipedia-Thema. Und ob da nicht vielleicht das rechte Stärke, das ist jetzt keine Behauptung, das ist jetzt nur gesponnen, weil das müsste man jetzt wirklich mal untersuchen. Aber ob dann nicht am Ende doch das rechte Stärkere überwiegt, wenn es keine Regulation gibt. Und bei der Regulation hat man ja sofort dann wieder chinesische Verhältnisse, Zensur. Und da einen richtigen Mittelweg zu finden, ich glaube, da steht die ganze Netzkultur mehr oder weniger vor dieser Aufgabe, dann Lösungen zu finden. Einfach wird's nicht. Ja, ich wollte auch ergänzen, also bei den Piraten und auch bei Wikipedia ist ja bei beiden so ein Post-Gender-Ansatz. So ein Ich meine jetzt nicht dich, ne? Ich meine jetzt nicht dich damit, sondern der wird halt, es wird halt gesagt, es ist egal, ob Mann oder Frau, ne? Es ist ja halt beides egal. Gleichzeitig ist bei den Piraten, bei Wikipedia, das heißt die Piraten. Es gibt überhaupt keine Diskussion darüber, ob es auch Piratinnen gibt, die gibt es nicht. Genauso wenig wie es auch keine, bis vor kurzem auch keine Benutzerinnen gab. Bei Wikipedia ist halt Benutzerin, dass man sich überhaupt Benutzerin nennen kann, quasi von oben. Eingeführt worden, nicht durch ein Meinungsbild, dass man 9 Jahre lang gab es nur Benutzer und es gibt nur Piraten. Und das dritte ist eben, oder anknüpfend halt an diesen Post-Gender-Ding, überall da, wo Post-Gender draufsteht, dann machen sich ganz plötzlich ganz biologistische Männer-Ecken frei. Das ist sowohl in der Wikipedia, wo halt der Artikel Misandrie inzwischen länger ist als der Artikel Misogynie, also Männerfeindlichkeit ist ein längerer Artikel als Frauenfeindlichkeit. Und bei der Piratenpartei ist es eben die Männer-AG, die halt da auch ganz weit rechts und sehr biologistisch und überhaupt nicht vorstellbar war. Die haben auch noch die erste Ausgabe von der Piratenpartei, den ersten Kompass, gestaltet mit dem Titelbild. So, und, witzig fand ich, also letztens hat mal jemand gesagt, mir ist egal, ob Mann oder Frau, wichtig ist, was er macht. Und das ist ungefähr das. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die negative Begleiterscheinung von Schwarmintelligenz. Also weil das ja auch das Einende zwischen Piratenpartei und Wikipedia ist, dass man eben darauf setzt, die vielen werden es gut machen und dieses auch so ein bisschen die Ideologie hat, also ich würde es mal als Ideologie bezeichnen, dass es damit automatisch auch besser ist und gut ist und dadurch der Blick verloren wird für die Negativeffekte. Was passiert eigentlich, was ist mit Minderheiten in so einem schwarmintelligenten System? South Park, du bist leicht skeptisch gerade. Also ich bin ja schon beim Wort Schwarmintelligenz leicht skeptisch, dass der Wikipedia immer gerne zugeschrieben wird. Das glaube ich alle mir bekannten Wikipedianer weit von sich weisen würden. Weil alle wissen, dass Artikel halt nicht vom Schwarm, sondern im Zweifel von Einzelnen in Zusammenarbeit mit wenigen anderen geschrieben werden.
Und das halt auch nicht der Schwarm das tut, sondern das, wenn etwas in Wikipedia passiert, dann weil es jemand das macht. Also gerade ist vorhin auch das mit dem Frauencamp und Ähnlichem. Also ich glaube, der Verein Wikimedia unterstützt das gerne und macht es. Aber wenn es halt aus der Community niemand gibt, der es veranstaltet, dann wird der Verein auch nicht einbringen. Und dass es gibt den Versuch eines Frauencamps, das ist jetzt gerade unter ziemlich komplizierten Geschichten nicht zustande gekommen, aber lag nicht daran, dass nicht alles gewollt hätten prinzipiell. Und dass sie es gedacht hätten, was nicht. Und was Anja meinte, ist noch was anderes. Also umstritten war nicht, dass die Stipendien für dieses Wiki Women's Camp gibt, sondern dass es nur an Frauen geht. Weil das Admin Camp, das ich ansprach, da darf zum Beispiel jeder kommen. Also extra, um gleich die Diskussion auszuschließen, dass es bestimmte Gruppen ausschließt. Und man sagt, okay, es gibt ein Thema, das nicht den Admins angeht, aber wer interessiert ist, kann kommen. Und da ist halt die Frage, gibt es nicht auch Männer, die genderkompetent diskutieren könnten? Also warum darf jetzt Andreas nicht zum Wiki Women Camp nach Argentinien, wo er doch sicher intelligent mitdiskutieren könnte? Okay. Weitere Fragen? Wir waren eigentlich noch bei euch. Einwürfe, Kritik, Skepsis, nein. Doch. Ja, was ich noch fragen wollte, es kam ja vorhin schon mal am Rande der Punkt Relevanzkriterien. Das ist ja auch so ein Punkt, den ich immer wunderbar geeignet sehe, um da Abwehrmechanismen gegen jegliche Veränderung der Strukturen durchzusetzen, weil wenn ich von oben Stamm-Community halt einmal die Relevanz festgelegt hat und dann alles, was neu kommt und halt nicht diesen Relevanzkriterien entspricht, als irrelevant abgelehnt wird, wie will ich dann Veränderungen haben? Und natürlich kann ich mich dann an der Diskussion beteiligen, was jetzt, wie die Relevanzkriterien auszusehen haben. Aber da mag ich auch bezweifeln, wie viele Chancen ich da habe, mich gegen die Stamm-Community durchzusetzen. Du hast ja gerade auch gesagt, die deutschen Wehrmachtsgeneräle bekommen deswegen so rechte, also zeugen deswegen so von rechten Einflüssen, weil es halt nur Rechte sich für Wehrmachtsgeneräle interessieren würden. Dann frage ich mich zum Beispiel auch, warum zum Henker sind dann die Artikel relevant, wenn es andere nicht sind? Und ich sehe da schon in gewisser Weise, also in vielerlei Hinsicht Strukturen, die einfach wunderbar geeignet sind, um Veränderungen abzuwehren. Und das sehe ich Relevanzkriterien als ein Beispiel dafür. Möchtest du aber vielleicht erwidern? Strukturen an sich haben ja schon den Anspruch, eine gewisse Kontinuität zu wahren, dafür sind sie da, was dann irgendwie zwangsläufig auch heißt, dass sie Veränderungen abwehren wollen. Also die Grundidee der Relevanzkriterien ist ja einfach, wir möchten nicht irgendwie jedes Mal wieder diskutieren, ob etwas relevant ist oder nicht, sondern wir möchten einmal eine Entscheidung treffen. Ja, das ist zu viel. Und dann nicht, es ist eine Frage, ob man bei jedem der, also wenn man jeden der 4 Millionen Artikel von neu aufdiskutiert, ob er relevant ist, man da nicht einfach riesige Diskussionen reinsteckt und ich bin mir auch nicht sicher, ob danach dann mehr Artikel erhalten bleiben, was du dir anscheinend willst. Ich glaube, warum deutsche Wehrmachtsgeneräle relevant sind, muss ich jetzt nicht erklären. Sie haben Geschichte beeinflusst und geprägt. Ich würde mir tolle soziologisch, politologisch, informative Artikel über deutsche Wehrmachtsgeneräle wünschen. Ich habe auch schon mal so eine Art welche geschrieben, es ist nur sehr aufwendig. Das andere ist natürlich so, die Community macht Relevanzkriterien, die Community hat bestimmte Interessen, interessiert sich eher für Eisenbahn als für andere Sachen und das sind meine Relevanzkriterien an. Aber also ich würde sagen, das sind eher eine Struktur, die aus dem Grundproblem heraus resultiert und keine, die das Problem ist. Also da beißt sich noch die Katze in den Schwanz. Schade. Und da klingt es, wenn die Katze sich in den Schwanz beißt, ja auch immer so ein bisschen nach Ausrede.
Aber das ist jetzt nur so meine Meinung dazu. Gibt es hier weitere Meinungen? Sonst würde ich nämlich auch mit Blick auf die Uhr sagen, falls von euch nicht noch irgendjemand ganz tolle Ideen hat, was wir jetzt in Zukunft unbedingt machen sollten, damit Wikipedianer in Wikipedia strömen. Anja. Ich sitze hier die ganze Zeit gegenüber, also diesem Screen mit diesen leeren Seiten und denke mir, das ist ja super. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mir denke, ich kann zur Wikipedia überhaupt nichts mehr beitragen, weil da steht schon alles drin. Und hier laufen die ganze Zeit Begriffe ab, wo ich sage, Mann, da weiß ich ab und zu auch noch was dazu. Gibt es sowas auch als Bildschirmschoner? Das wäre super. Könnte ich gut gebrauchen. Also, ja, aber es gibt die Seite in der Wikipedia, die Artikelwünsche. Das ist auch so. Daraus haben wir das generiert. Aber ich brauche es genau in der Form, so groß geschrieben und rot. Also, okay. Gut, dass du es gesagt hast. Es gibt tatsächlich auch in der Wikipedia ein Wiki-Projekt Frauen. Und dafür sollte man vielleicht auch nochmal Werbung machen, weil genau dort auch Frauenbiografien gesammelt werden, die schon geschrieben wurden, die noch überarbeitet werden könnten und ergänzt werden, aber eben auch eine Liste von Frauenbiografien existiert, die noch nicht geschrieben wurden. Und das ist ja auch einfach etwas, was von unten her entstanden ist, von Wikipedianerinnen, die sich die Mühe gemacht haben, sich hingesetzt haben und gesagt haben, wir machen da jetzt mal eine Seite, wo man das auf einen Blick sieht, wo man einfach direkt auch hingehen kann. Also, Aufruf an alle und diese Artikel mal schreiben kann, weil sie ja bisher noch fehlen. Genau. Und ansonsten natürlich ganz mit Susanne gedacht, rein in die Wikipedia und einfach mal aufgemischt und mitdiskutiert und nicht unterkriegen lassen und vernetzen mit Stefanie und mit South Park, der dann hoffentlich auch beispringt, wenn es Ärger gibt.